Ja, liebe Genossinnen und Genossen, nach dem Angriff auf Sarah und dem Verbreiten des Gerüchts, der Jugendverband hätte da was damit zu tun, haben wir... So besser? Okay, dann gehe ich weiter nach vorne. So, ich fange nochmal kurz an, liebe Genossinnen und Genossen. Nach dem Angriff auf Sarah und dem Verbreiten des Gerüchts, der Jugendverband hätte was damit zu tun, haben wir uns zusammengesetzt und beraten. Und im Namen der Delegation möchten wir 4 Sachen klarstellen. Erstens, wir verurteilen ausdrücklich die Attacke auf Sarah ohne Wenn und Aber. Und wir möchten auch klarstellen, dass kein Mitglied des Jugendverbandes etwas mit dieser Attacke zu tun hatte. Gleichzeitig finden wir das unsäglich, dass das Gerücht gestreut wird, wir wären daran beteiligt gewesen. Außerdem sehen wir auch den Einsatz von Polizeikräften als kritisch. Wir alle hier im Saal stehen solidarisch mit Sarah. Unsere Waffen der Auseinandersetzung sind Worte. Vielen Dank.